Hallo ihr Lieben, und zwar heute machen wir mal was ganz anderes, und zwar wenn es einfach mal schnell gehen soll und man will aber jetzt nichts auf den Tisch stellen, was jetzt gekauft ist, oder man hat einfach nur mal keine Lust, was groß zu backen, das darf ja auch mal sein, dann könnt ihr euch einen Rührkuchen kaufen. Also vielleicht habt ihr irgendwie so einen Fertigrührkuchen, den ihr irgendwie toll findet, und dann haben wir hier einmal diese Backmischung. Dann ist hier das Kakaopulver, weil das jetzt eine Backmischung für Marmorkuchen ist. Und hier ist noch eine Glasur, die kann man dann drauf machen oder nicht. Im Prinzip geht es erstmal nur um diesen Rührkuchen. Und zwar daraus können wir jetzt Kekse machen. Ich habe nämlich mir mal so ein Buch gekauft mit so Küchentricks und Tipps. Und da war das drin, und das machen wir jetzt. Und zwar brauchen wir da einfach, wie gesagt, diese Rührkuchen-Backmischung. Klar, wenn ihr jetzt eine Backmischung für Donauwelle holt und habt dann keine Kirschen und so da, dann wird es auch keine Donauwelle, klar. Aber so ein normaler Rührkuchen, entweder wie ich jetzt habe mit Marmor oder Zitronen, gibt es ja Zitronenrührkuchen, oder mit so Schokoladenstückchen drin. Keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Dann holt ihr euch die, und dann brauchen wir das. Einfach zwei Eier und 120 Milligramm Öl. Und das war's. Und zwar, ich habe jetzt die Eier hier schon mal reingegeben. Dann gebe ich das Öl noch mit dazu. Und das tun wir jetzt erstmal verrühren. Wenn wir das haben, geben wir jetzt die Backmischung dazu. Einfach alles neu damit. Das verrühren wir jetzt wieder. Jetzt habe ich ungefähr die Hälfte abgefüllt. Da geben wir jetzt Kakaopulver dazu, was halt in der Backmischung dabei war. Und das verrühren wir jetzt wieder. Und dann geht es auch schon ans Portionieren. Ich habe das jetzt gerade mal ausprobiert, ob das mit diesem Keksausstecher klappt. Klappt eigentlich ganz gut. Einfach einen Teil von dem Dunklen hier reingeben. Und dann einen Teil von dem Hellen. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Löffel machen. Und dann einfach aufs Backblech. Achso, den Ofen übrigens, den habe ich jetzt schon mal auf. Ich muss gerade nur mal gucken. Ich glaube 180 Grad, ja genau, 180 Grad vorgeheizt. Das ist wirklich ratzfatz gemacht. Und ich habe trotzdem was Selbstgemachtes, aber habe nicht viel Zeit investieren müssen. Und da das Ganze ja eh im Ofen noch verläuft, muss man sich da jetzt auch nicht die größte Mühe geben von der Optik her, weil es bringt im Endeffekt ja nichts. Und jetzt geht das Ganze einfach ab in den Ofen. So, da haben wir jetzt unsere Marmorkekse, und zwar, die waren jetzt 15 Minuten bei mir im Ofen. Und es ist natürlich jetzt nicht die große Backkunst, aber ich finde auch die Leute, die nicht gern backen, oder es auch nicht so gut können, wie auch immer, ist ja ganz egal, die können damit auch was anfangen. Wenn sie trotzdem mal gerne was Selbstgemachtes zeigen wollen, was jetzt vielleicht halbwegs selbstgemacht ist. Aber ich finde, es ist einfach eine tolle Idee, was man so zwischendrin auch mal machen kann. Und deswegen wollte ich euch das zeigen. Ich habe jetzt die Schokolade, die jetzt noch dabei war, einfach auf dem Herd schmelzen lassen. Und die werde ich jetzt einfach hier noch so ein bisschen darüber geben. So, das sind jetzt dann unsere Ruckzuck-Marmorkekse. Was ich noch dazu sagen wollte, also ich würde die jetzt nicht im Vorfeld in Massen machen, weil die schneller trocknen wie normale Kekse. Das ist so der einzige Nachteil. Ansonsten ist alles wunderbar. Deswegen macht lieber kleine Portionen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!